Ja, meine lieben Zuschauer aller Altersklassen, willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge von Dark Orbit Reloaded. Und ja, das Domination Event hat heute hier endlich mal gestartet. Also sie haben es endlich auf die Reihe bekommen, dass das hier endlich einmal startet. Oder irgendwie mal funktioniert, so halbwegs. Also ich glaube, ich habe hier schon mal wieder ein paar Fehler hier gefunden, wo nicht alles flüssig läuft. Aber auf jeden Fall befinden wir uns jetzt mal auf der 4.3 und man kann hier ja doch schon einiges sehen, was sich hier so derzeit getan hat für dieses Event. Hier ist ein Gegner, der mir abhaut. Okay, den holen wir uns später. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mal drei Basen stehen. 4.1, 4.2 und sogar auf der 4.3, auf der wir uns gerade befinden. Unsere drei Clan-Basen stehen jetzt derzeit hier rum. Sie sind auf jeden Fall einmal recht gut ausgerüstet. So, ja, okay, diese Base nicht so gut. Ich glaube, ich habe eine andere gesehen, die war schon ein bisschen besser ausgebaut. Ja, die ist durchschnittlich ausgebaut, fast schon auf einer Bewertung von 1 bis 10, schon mehr oder weniger auf einer 3 oder 4. Und ja, das Domination Event, hier steht es eh nochmal. Für alle 60 Sekunden Kontrolle über die Battle Maps während des Events erhält deine Firma einmal einen Einflusspunkt. Oder Einflusspunkte. Und hier sehen wir es eh, 129 haben wir schon. Was die 21 heißt, ich habe keine Ahnung, das ist vielleicht eine Base oder so. Was auch immer, ich habe keine Ahnung gerade, vielleicht soll es auch einfach nur die Uhrzeit darstellen, nein, das kann nicht sein. Und ja, das hier sind diese Bojen, mehr oder weniger schon bekannt aus Sector Control, und die müssen hier halt von der jeweiligen Firma eingenommen sein. Ich schätze mal, das hat die Zahl hier mit 21 zu bedeuten. Das sind die 1, 2, 3, das heißt, dass wir haben 9 und jeder zählt hier, was weiß ich, wie viele Punkte. Aber ich schätze mal, irgendwas hat es damit zu tun, diese 21 Punkte Zahl mit dieser fetten Belagerungsboje hier. Wird schon irgendeinen Sinn und Zweck der ganzen Sache haben. Ja, davon sind jetzt auf jeden Fall mal hier schon sichtbar 3 auf der Map. Und ja, und davon 3 auf jeder von diesen Battle Maps. Auf den 4-4 oder so ist nichts mehr, die sind hier nur auf den mittleren 3 kleinen Karten. Auf denen wir eine Base stehen haben. Ich sag's nur nochmal zur Information, wir haben hier eine Base stehen, ja? Hier, hier und hier. Ja, bei dieser Base ist auf jeden Fall mal hier gerade der Angriffsschutz angegangen. Spieler werden hier nicht so wirklich auftauchen, sind auch noch nicht wirklich welche aufgetaucht, die uns hier irgendwie gefährdet haben. Warum nicht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die zu sehr Angst oder wollen sie nicht mit uns anlegen. Auf jeden Fall, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe und erzählt habe, leiden wir hier ein bisschen unter Spielermangel in letzter Zeit. Da die Spieler nur noch Wochenends oder mehr am Abend aktiv sind. Untertags ist hier wirklich sehr wenig los. Also gar nichts los könnte ich jetzt auch nicht sagen. Zu wenig los ist auch nicht los. Also es ist beim Durchschnitt, aber es ist schon fast zu wenig. Im Gegensatz zu früher, was man jetzt mit heute auch nicht mehr so vergleichen darf, sind dennoch schon wenig Spieler hier unterwegs. Für das wir hier 88 Millionen Registrierungen haben, sehe ich hier trotzdem nur immer jeden Tag so gute 50 Spieler. Also mehr oder weniger, sprich 25 bis 50 die gleichen, und ab 50 bis 100 immer nur einmal kurz einen anderen und einen neuen. Und danach sehe ich diese Spieler nach einmal abschießen fast nie wieder. Oder ich merke mir einfach die Namen von den Spielern immer so schlecht. Auf jeden Fall, hier auf der 4.2 auch nichts los. Die Bojen kennen uns auch alle. Also, es geht hier recht fad geradezu. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem hier mal wieder ein bisschen Unterhaltung bieten. Wie schaut es hier mit den Modulen aus? Nein. Oh ja, diese Module. Nein. Naja, fast. Hier haben wir ein 16er Raketenmodul Stufe 3. Und ein Lasermodul 16.3. Wir schauen uns nochmal die 4.1 an, wie es dort aussieht. Und
wenn wir uns diese Base angeschaut haben, dann hätte ich gesagt, wir gehen halt die leeren Battle-Maps hier irgendwie noch abfliegen. Also mehr oder weniger wieder so 2-7, 2-6, da ist meistens was los. Meistens. Nicht immer. Oh, ja, 3. Auch für 3 ist gerade irgendein Erdlicher oder Ferulericher Spieler durch die Boje durchgeflogen, da leuchtet die grün auf. Und ja, dann geht es sozusagen in deren Besitz über. So, ich glaube, das hier ist die beste ausgebaute Base hier, die wir heute haben. Ja, Damage Modul auf 16, das ist sehr gut. Da haben die ganzen Spieler hier auf dieser Map einen Damage Booster sozusagen. Ja, die anderen Module sind hier 1, 5, 5, 8, ja, 16 Rep Module. Das ist sehr gut, das repariert die ganzen Module. Und ja, das Domination Event hat, glaube ich, noch einiges zu bieten. Vor allem diese Frachter, die hier eigentlich da sein sollten. Es soll hier angeblich Frachter geben, für diese Munition hier zu kaufen. Gibt diese Munition Lasertyp RB214, Anzahl 2000, habe ich mir schon mal gekauft. Viermal stärker als herkömmliche Laser. Achtfacher Schaden gegen Domana-Frachter. Schießen mit Doppelklick. Ja, habe ich mir eigentlich fast schon wieder umsonst gekauft, weil sie noch nicht aufgetaucht sind. Aber wer weiß schon, was mit denen los ist. Die können ja hier vielleicht verpackt sein und deswegen sind sie noch nicht hier im Spiel. Ich weiß es nicht. Irgendwas gibt sicher. Ich weiß es nicht. Okay, gut. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der 2-7 unterwegs jetzt. Da auf den Battle Maps zu wenig los ist, werde ich jetzt trotzdem in der Runde noch auf 2-7 oder so starten. Eine sozusagen eine Jagdrunde, ja, dass hier mal wenigstens ein bisschen was los ist. Die Folgen sollen hier ja euch Spaß machen, euch ein bisschen vielleicht hilfreich sein, informationsreich sollen sie auch sein und einfach irgendwie spannend beim Zuschauen. Ja, so, wieso ich jump, keine Ahnung, platzen tut er nicht, weil ich das RSB nicht gut gewechselt habe. Du hast auf jeden Fall Glück, mein Freund, du hast auf jeden Fall gerade Glück gehabt, sei froh. Beim nächsten Mal bekomme ich dich auf jeden Fall. So, wir nehmen... Ja, die gelben Raketen sind drin. Die sind auch drin. Konfis sind auch richtig eingebaut. Wie viel Schaden macht diese Munition? Wie sieht sie aus? Macht die einen Unterschied hier irgendwie? 62.000 mit mal 4. 55.000. Diese Munition, die macht ja schon mehr Schaden als das weiß. Jetzt wäre nur noch die Frage, ob diese Munition auch mehr Schaden auf die Spieler macht. Dann wäre diese Munition mein neues Mal 4. Aber das glaube ich nicht. Diese Munition geht hauptsächlich nur auf Aliens oder der Mana-Frachter. Aber hier steht sie, viermal stärker als herkömmliche Laser. Das heißt, das ist mal 4 sozusagen auf, ja, alles andere. Und der Mana ist halt das Achtfache. Ich werde es dann kurz ausprobieren. Ich werde hier irgendwie nichts Neues ungetestet lassen. So, der Kubikon. Der ist auch leer. Hier sind wirklich alle Kubikons jedes Mal leer. Und wenn ich sie schießen bin, dann sind hier nur Spieler. Nur Spieler, so. So, ich teste mal kurz die Munition. Nein, sie macht nicht viel Schaden, oder? Ja, deine EMP nützt dir aber nichts. Deine Slowmine da hinten nützt dir auch nichts. Nein, das mal 4 macht dir doch mehr Schaden. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin geplatzt! Was war das gerade für ein Fehler? Ich war gerade zu sehr damit beschäftigt, die Lasermunition zu wechseln. Ich habe komplett gerade aufs Kämpfen vergessen. Der ärgste Fail gerade seit langem. So, hier ist er jetzt nochmal. So, und da ist er natürlich geplatzt jetzt endlich. Ich habe komplett darauf vergessen, hier ans Kämpfen zu denken, da ich gerade viel zu sehr damit beschäftigt war.
meine Lasermunition zu wechseln. Wenigstens habe ich ihn jetzt zweimal abschießen können. Okay, kommen hier noch? Ich glaube, irgendwas hier ist getarnt. Nein, doch nicht. Dieser Spieler, will der vielleicht spielen? Will dieser Spieler mit mir spielen? Oh, hier ist noch was. Oh je, oh je. Hier kommen schon wieder ein paar Spieler. Wieso geht... Ah! Was ist denn heute los? Ich verdrück mich hier die ganze Zeit. Das kann sie nicht sein. Anstatt EMP zu drücken, drücke ich hier meine Rakete nach. Ist halt nicht mein Tag. Heute ist wirklich schon nicht mehr mein Tag. Okay. Naja. Da möchte ich hier trotzdem jetzt... Naja, 2-6. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal hinjumpen. Na, springen wir einfach nochmal hin. Versuchen es nochmal. Versuchen wir einfach nochmal unser Glück. Wird schon irgendwie hinhauen. Und dieses Mal konzentriere ich mich jetzt hier mehr aufs Kämpfen als, ja, als sonst irgendwas anderes. Die Mega Happy Horse läuft noch 56 Minuten. Also, jeder, der jetzt noch banken will, sollte das jetzt noch schnellstmöglichst tun. Es ist gerade MHH. Doch wenn ihr euch dieses Video anschauen werdet, ist die MHH höchstwahrscheinlich schon zu Ende. Da kann ich nur sagen, Pech gehabt, ja? Und für alle, die es nicht wussten, die Mega Happy Horse, die bringt das Dreifache des gebankten Uridiums. Nur so als Hinweis. Ich weiß, ihr könnt lesen. Aber manchmal wird trotzdem gefragt. Oh. Ein Rap-Schiff. Das ist jetzt aber meins. Was tue ich denn hier? Ich bin hier komplett falsch. Und was tue ich auf F? Wo sind meine Confis hier heute? Wo bin ich heute? Ja, das wird nix, ja. Das wird heute nichts. Ich bin hier nur am Sterben. Dann lassen wir es lieber. Dann werden wir das irgendwie lassen auf der Map einmal. Irgendwie klappt da heute nicht wirklich was bei mir. Auf jeden Fall die Munition hier. Wo ist sie jetzt? Munition, Munition. Ich bin heute hier schon ganz durcheinander. Ja, bringt sich wirklich nur was gegen die Damana. Oh. Mein kleiner Freund. Und sein Kriegsgegner anscheinend. Na, ich kann mich da jetzt nicht einmischen. Ich habe kein Schild mehr. Ja, und die Pet, die muss ich mal wieder hier einmischen, ja? Die Pet muss da unbedingt mal wieder mitmachen, ja? Okay, wir fliegen hier nochmal kurz in die Base, dann jumpen wir nochmal auf Battlemaps, hätte ich gesagt. Und dann hätte ich heute mal wieder eine Runde hier erledigt, weil hier ist wieder nichts mehr los, also nur ein paar Informationen mal hier rauszuhauen. Vielleicht war meine Information den ein oder anderem ja hilfreich. Wahrscheinlich vielleicht auch nicht wirklich, gar keinem. Aber ja. Schreibt mir das bitte überhaupt einmal in die Kommentare, ob hier irgendwelche Informationen hilfreich waren. Und wenn nicht, dann ist mir das auch egal. Höchstens, ihr habt wieder was zum Schauen gehabt. Und dass es unterhaltsam war. Darauf kommt es mir auch am meisten an. So. 4-2. Noch immer nichts los. Tote Hose. Tote Hose ist hier. Hier ist nichts. Hier will heute auch, glaube ich, gar nichts mehr. Also. Ja. Auf jeden Fall, das musste hier mal aufgenommen werden. Weil wir haben hier drei Besen. Neuer Event. Eine Erklärung hat es halt auch gegeben. Besen habe ich auch ein bisschen was erklärt. Obwohl, mit dem Besen könnte ich auch nochmal eine kurze Erklärung abgeben. Ja. Wir haben eine Kampfstation auf 1.5 zerstört. Schön, dass ich davon gewusst habe. Sehr schön. Schön verpasst. Okay, ja. Das Deflektor-Modul, das macht irgendwie... Ich glaube, das macht das Schild.
Na, Hülle. Die Hülle macht das Schild und je mehr das Deflektor ausgebaut ist, desto mehr Zeit gibt es darauf, auf eine Base, wenn man sie offen hat. Wenn die Base genug Zeit hat, kann man sie zumachen und diese Zeit auch, wenn sie jetzt, sagen wir mal, 2 Stunden einen Nicht-Angriffsschutz hat, ist die Hülle runter und man kann sie nicht angreifen. Ist ja vorbei, kann man sie sofort angreifen. Sollte man dann spätestens da sein und verteidigen. Ah, da ist nochmal ein Spieler zum Abschied. Gut, wenigstens ein Spieler bekommen. Ich verabschiede mich mal wieder. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns halt wieder beim nächsten Mal. Tschüss.